Wir sind mit der HTL Braunau schon seit ungefähr einem Jahr in Kontakt. Die Projektanten sind eben zu uns ins Büro gekommen. So hat sich der Kontakt langsam entwickelt. Und wir haben dann gemeinsam diskutiert und sind halt dann gemeinsam zu der Idee gekommen, dass man mit so solarbetriebenen Elektrofahrrädern das in einer Diplomarbeit unterbringen könnte. Ich mit Gesprächen mit Kollegen und durch Schülern und eben durch Firmenkontakte hat sich dann dieses Projekt auskristallisiert. Ja, wir haben uns da kurzerhand entschlossen, weil das Projekt sehr, sehr interessant ist für uns und sagen, okay, Elektrorad ist beim Boomen, ja, da macht man mit. Zu Beginn geht man vielleicht ein bisschen naiv an so ein Projekt dran, denkt sich, ja, das machen wir so, das funktioniert eh besser. Durch die Recherche sind wir dann eben drauf gekommen, dass das alles nicht so einfach ist. Glaube ich, dass das oftmals die Leistung von Individuen ist, die sich dann mal ganz speziell mit einer bestimmten Situation auseinandersetzen. Also wir haben eben am Anfang geplant gehabt, dass wir das Ganze mit 2 Modulen realisieren. Das hat aber noch nicht funktioniert und darum haben wir jetzt auf 14 Module aufgestockt. Also 7 in Serie, ja, zu jeweils 2 Strängen parallel, damit wir die richtige Spannung und den richtigen Strom erreichen. Die Funktionalität ist die, dass wir 2 Energiequellen haben, wo Energie durch die Sonnenstrahlen erzeugt wird. Die wird heruntergeleitet über die Leitung und wird über Zählsysteme die Leistung gezählt. Die Zähler geben Impulse aus, über die wir dann direkt auf die Leistung zurückrechnen können. Ganz groß auf der rechten Seite der Ladezustand, in dem Fall eben vom Vorrad. Da unten war die Bezugsleistung, das heißt, wenn die Leistung von der PV-Anlage nicht ausreichend hat. In dem Fall sieht man aber, dass wir gerade nur einspeisen. Das heißt, das ist die Leistung von der PV-Anlage. Softwaretechnisch wird das dann an den Anschlusskosten weitergewertet, an dem wir dann eine Steckdose haben. Die erneuerbaren Energien sind die Zukunft. Die weltweit Einzug finden. Es könnte eine neue industrielle Revolution werden. Und da brauchen wir genau solche Projekte, wie wir es hier gezeigt bekommen haben. Eigentlich haben wir ziemlich Erfolgssträhne gehabt. Da ist eigentlich ziemlich alles gut gegangen. Alles funktioniert. Alles funktioniert. Toll, toll. Das Tolle, tolles Ergebnis, was wir da erlebt haben, dass sehr lösungsorientiert gearbeitet wird. Die beiden Diplomanten haben große Motivation an den Tag gelegt. Die Türen stehen offen bei KTM Fahrrad. Also herzlich willkommen für solche innovativen Projekte jederzeit.